Hey Leute und willkommen zu meinem Pokémon Tag Video. Wer nicht weiß, was der Pokémon Tag ist, das ist ein kleiner Tag, der momentan in der deutschen Poketuber-Szene so rumgeht und bei dem die Leute einfach mal sagen sollen, was ihnen von den alten Spielen fehlt bzw. was sie daran vermissen. Getaggt wurde ich von dem lieben Razer, sein Tag-Video ist unten in der Beschreibung verlinkt, schaut auf jeden Fall mal da vorbei. Und ja, Freunde, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Was ich sehr stark vermisse und ganz besonders jetzt hier in X und Y ist ein vernünftiger Schwierigkeitsgrad innerhalb der Hauptstory. Gerade Pokémon X und Y sind einfach viel zu leicht durchzuspielen. Und die Levelkurve ist so unpraktisch angesetzt, dass du kaum anders kannst, als zu überleveln. Was dann durchaus mal dazu führen kann, dass du locker 5 bis 10 Level über den Pokémon des nächsten Arenaleiters bist. Was ich schon echt krass finde, wenn ich mal so an die Hard Gold Soul Silver Zeiten zurückdenke. Wo du wirklich jedem gottverdammten Sonderbonbon hinterhergerannt bist, weil die Levelkurve viel zu steil angesetzt war. Dieses extreme Überleveln wirkt sich natürlich auch später im Finale in der Pokémon-Liga aus, wo dann selbst die Top 4 und der Champ einfach kein Problem mehr darstellen. Und gerade die sollten ja eigentlich schon einen gewissen Schwierigkeitsgrad haben oder eine gewisse Herausforderung bieten, wenn ich so zurückdenke an zum Beispiel Siegfried, den Drachentrainer aus der Kanto-Region, oder an Troy oder Cynthia oder die Psycho-Doppelkampf-Arena aus Pokémon Rubin und Saphir. Ach, was freue ich mich auf Oras. Das waren für mich persönlich ziemlich harte Brocken in meinen ersten Playthroughs und ich muss sagen, das Problem hatte ich in X und Y gar nicht. Es war einfach viel zu leicht. Aber so viel dazu, fahren wir vor mit dem zweiten Punkt. Heart Gold und Soul Silver waren ja bekanntlich meine liebsten Pokémon-Editionen, was vor allem, denke ich, einfach daran lag, dass die Pokémon einem einfach hinterhergelaufen sind. Das habe ich mir gewünscht, seit ich zum ersten Mal die rote Edition gespielt habe, weil es einfach so, einfach nur cool ist. Man läuft mit seinem Lieblings-Pokémon über die verschiedenen Routen, kann mit dem auch noch so interagieren, ist damit Items für einen auf. Ich fand das mega, mega cool. Ich kann aber schon verstehen, dass das gerade in den 3DS-Versionen ziemlich schwer umzusetzen ist. Aber nichtsdestotrotz vermisse ich es noch. Was mir persönlich auch noch fehlt, sind solche technischen Geräte wie zum Beispiel der Pokémon-Navigator aus Rubin und Saphir oder der Pokécom aus Gold und Silber, wo man unter anderem einfach die Karte drin hatte, ein Telefon, alles mögliche. In X und Y hat man ja nur diesen komischen Hololock und der ist ziemlich lame. Abgesehen davon muss ich sagen, dass mir die abendlichen Anrufe von Youngster Joey schon ziemlich fehlen. Eine weitere Sache, die ich sehr vermisse und natürlich gerade wieder in X und Y, ist vernünftiges Postgame. Also, dass man noch ein bisschen was nach der Story erledigen kann. Nehmen wir mal als Beispiel Pokémon Rubin und Saphir. Da gab es noch die sogenannte Kampfzone. Diese hat einen nicht nur viele weitere Stunden an den Gameboy gefesselt, sondern war auch noch abnormal schwer. By the way, hoffe ich doch mal ganz stark, dass sie in Oras wieder da sein wird. Oder in Diamond und Pearl, wo man zum Beispiel diese ganzen unterschiedlichen Legis fangen konnte oder diese Erholungsgebiete und wie sie nicht alle hießen. Und was hat man in X und Y? Man kann Zygarde fangen, man kann diese komischen Libell-Missionen machen, die einem überhaupt nichts hinterher bringen, und man kann ins Kampfhaus gehen und Items farmen. Das ist für mich kein vernünftiges Postgame. Bitte, Game Freak, ändert das! Da gibt es noch eine ganz kleine Sache, die ich persönlich auch ein bisschen vermisse. Und zwar hätte ich gerne wieder nur einen Rivalen, den ich selber benennen kann und nicht 4. Ich denke, das fehlt mir einfach, weil ich meinen Rivalen immer nach Freunden benannt habe, die dieses Spiel parallel mit mir zusammengespielt haben und so meine Freunde quasi mit in das Spiel hineinbeziehen konnte. Das ist so ein kleiner Aspekt, den ich gerne wiedersehen würde. So, das war's dann auch mit meinem Tag-Video. Und ich wette, einem Großteil der Leute, die sich dieses Video nun angeschaut haben, werden langsam ernste Zweifel kommen, ob ich die Spieleserie überhaupt jemals gemocht habe. Aber egal. Vielen Dank nochmal an Razer für die Nominierung. Wie gesagt, sein Video ist unten in der Beschreibung verlinkt. Und natürlich muss ich nun auch zwei Leute nominieren. Und diese Leute sind der liebe Kuchenjäger und Scarlett von Super Funtime. Ja, ich freue mich dann auf eure hoffentlich kommenden Tag-Videos. Ihr könnt mir auch gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben, was ihr von den alten Spielen heute noch vermisst und was sie vielleicht in Zukunft noch verbessern können. Abgesehen davon könnt ihr in dem Video, wenn es euch denn gefallen hat, gerne eine positive Bewertung geben. So, das war's dann auch schon von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Macht's gut, Freunde, bis dahin und haut raus. Ciao!